Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie sind ja praktisch jetzt Teil einer gewissen Premiere, weil es ja die erste heterodoxe Session sein wird, die im Rahmen des offiziellen Tagungsprogramms des Vereins stattfindet. Das Ganze geht ja zurück auf die Ergänzungsveranstaltung in Göttingen und das hat ja einen gewissen Denk- und Diskussionsprozess angeregt, an dessen vorläufigem Ende nun diese Session steht. Da möchte ich Herrn Burda auch mal danken, dass das so problemlos geklappt hat und dass Sie auch mehrfach darauf hingewiesen haben, dass es stattfindet. Ja, vielen Dank dafür. Ja, das Thema, einige haben ja vermutet, wer hat das Thema gewählt, wurde das etwa vorgegeben, klingt so Austria-mäßig, nein, wurde es nicht, wir haben das selber praktisch gewählt, klar, eine selbstorganisierte Session und wir hatten natürlich dieses Thema damals bei der Frankfurter Tagung schon mal eingereicht und da wurde es fast, hätte ich jetzt gesagt, selbstverständlicherweise abgelehnt und wir machen es jetzt nicht aus Trotz nochmal, sondern weil wir glauben, dass nach wie vor die Thematik virulent ist. Wir leben ja in einem quasi doppelten Ausnahmezustand. Wenn Sie sich die Politik angucken, nicht? Also die Data Watch-Problematik und im Bereich der Wirtschaftspolitik haben wir einerseits die Rettungsschirm-Problematik und andererseits auch eine Politik der EZB. Da kann man sagen, außergewöhnliche Maßnahmen der Geldpolitik. Man kann aber auch sagen, dass das ein Ausnahmezustand ist, wenn Sie sich OMT anschauen, wenn Sie sich jetzt die Quantitative Easing-Maßnahmen anschauen. Wir haben einen realen negativen Zinssatz bei den Hauptrefinanzierungsgeschäften und wer will noch mal und hat noch nicht, es gibt eine Vorzuteilungspolitik und man könnte das jetzt sehr viel fortsetzen. Ich meine, das hilft der AfD, aber vielleicht keiner stabilen Geld- und Finanzverfassung. Ja, Frau Lautenschläger hat ja gestern oder wann es war auch noch mal dargelegt, dass also bürokratische Fantasiewelten errichtet werden, die wir für sehr problematisch halten. Wir glauben, dass in den Strukturen Reformen gemacht werden muss. Früher nannte man das mal Ordnungspolitik. Und dann erübrigt sich vieles, was in Brüssel oder anderswo ausgehängt wird. Ja, das ist also der Hintergrund. Wir haben drei Referenden oder fast vier, möchte ich sagen. Wir waren bestrebt, nicht nur innerhalb der Wissenschaft hier zu rekrutieren sozusagen, sondern auch darüber hinausgehend. Deswegen wird auch Norbert Hering vom Handelsblatt einen kleinen Vortrag halten, aber auch Herr Kumhoff vom IWF und natürlich auch der Vater des Gedankens sozusagen, des Vollgeldes oder, wenn Ihnen das besser verständlich ist, der Originator, Josef Huber. Gut, das war die kleine Einleitung und bitte Norbert Hering. Ja, guten Morgen auch von mir. Mein Vortrag hat den Titel Geld, die Bank gewinnt immer. Sie werden sehen, für Bank können Sie da genauso gut Geschäftsbank wie Zentralbank einsetzen. Das funktioniert für beides. Ich will Ihnen eine etwas andere Sicht des Geldsystems und seiner Funktionsweise präsentieren als der üblichen. Ich hoffe, das ist anregend für Sie, auch wenn Sie es vielleicht nicht in jeder Einzelheit überzeugen wird. Wenn es Ihnen zu wenig wissenschaftlich ist, müssen Sie sich beim Organisator beschweren. Ich bin Journalist, Redakteur für Wirtschaftswissenschaften beim Handelsblatt. Nebenher blogge ich noch vor allem über Geldthemen und bin nebenher noch Co-Herausgeber vom World Economic Review der World Economics Association. Ja, meine Damen und Herren, in der Finanzkrise haben wir ja gesehen, dass Banken fast immer gerettet werden. Die Banken einfach pleite gehen zu lassen, wäre zu gefährlich. Denn die vielen Milliarden Euro, die wir an Geld auf der Bank haben, sind nichts anderes als Forderungen an diese Bank. Und wenn die Bank pleite geht, ist das Geld weg und unser Zahlungssystem ist im Eimer. Wir sind also Gläubiger der Bank, auch wenn wir nur unser Geld, unsere Zahlungsmittel sicher aufbewahren wollen und praktischerweise unsere Rechnung per Überweisung bezahlen wollen. Das ist die Achillesferse unseres Finanzsystems. Die
Bundesbank erklärt zu unseren Bankguthaben, ich zitiere, im Euro-Währungsgebiet ist Euro-Bargeld das gesetzliche Zahlungsmittel. Giralgeld zählt nicht zu den gesetzlichen Zahlungsmitteln, wird aber allgemein als Zahlungsmittel akzeptiert, da es auch jederzeit in Bargeld eingetauscht werden kann. Das Gartner Wirtschaftslexikon ist da ein bisschen genauer. Das schreibt zusätzlich, Kraft Treu und Glauben muss Giralgeld im Wirtschaftsleben angenommen werden. Wir können also in Wirklichkeit Zahlungen per Banküberweisung gar nicht verweigern. Treu und Glauben verpflichten uns, die Forderungen eines anderen gegenüber seiner Bank als Zahlungsmittel anzunehmen. Nur zum Vergleich, wenn mir mein Nachbar 1000 Euro schuldet, könnte ich im Prinzip, wenn ich eine Rechnung beim Handwerker zu begleichen habe, dem auch sagen, ich habe 100.000 Euro von meinem Nachbarn zu kriegen, nimm die und wir sind quitt. Keiner muss das akzeptieren, denn mein Nachbar ist keine Bank und er hat keine Bank. Das ist ein exklusives Privileg der Geschäftsbanken, dass ihre Verbindlichkeiten gegenüber Kunden als Zahlungsmittel zu akzeptieren sind. Das ist fast so gut wie die Lizenz zum Gelddrucken. Stellen Sie sich vor, Sie könnten alles, was Sie kaufen wollen, bezahlen, indem Sie einen Schuldschein ausstellen. Und der, der den Schuldschein nimmt, kann den benutzen wie Bargeld. Sie wären mit einem Schlag steinreich, wenn niemand den Schuldschein zurückgibt, sondern immer einfach weiterreicht, weil das viel einfacher ist. Genauso funktioniert es bei den Banken. In ihrem Schulbuch Geld und Geldpolitik erklärt die Bundesbank in erfrischender Einfachheit, wie die Banken das Buchgeld auf unseren Konten aus dem Nichts schaffen. Ich zitiere, wird einem Kunden ein Kredit über 1000 Euro gewährt, erhöht sich die Sichteinlage des Kunden auf seinem Girokonto um 1000 Euro. Es wurden 1000 Euro Buchgeld geschaffen. Ende des Zitats. In Klammern gesprochen, versuchen Sie einmal diese einfache Erklärung des Geldschöpfungsprozesses in einem VWL-Einführungslehrbuch zu finden. Ich prognostiziere Ihnen, dass Sie das nicht schaffen werden oder sehr lange suchen müssen. Wenn wir jetzt mal auf die Zahlen gucken, Ende 2013 betrug der gesamte Bargeldumlauf im Eurosystem 0,9 Billionen Euro. Die Kundeneinlagen bei den Banken betrugen in einer weiten Abgrenzung über 10 Billionen Euro. Die Banken haben also für das 11-fache des Bargeldumlaufs ihren Kunden versprochen, Einlagen jederzeit in Bargeld umzutauschen, wenn sie das möchten. Daran sieht man, dass das Versprechen der Bundesbank, dass Giralgeld jederzeit in Bargeld umzutauschen ist, ein Schönwetterversprechen ist. Das funktioniert nur, wenn es nicht zu viele in Anspruch nehmen. Das ist so ein bisschen wie das Schneeballsystem von Bernard Madoff. Das funktioniert eben, solange jeder das Geld da lässt. Bei Madoff hat es auch über 10 oder 15 Jahre funktioniert. Nur wenn mal zu viele kommen und ihr Geld brauchen, wie es in der Finanzkrise war, dann funktioniert es halt nicht mehr. War bei den Banken genauso. Es gibt aber drei Unterschiede. Der erste Unterschied ist, dass das, was Madoff gemacht hat, nicht legal war, weil er keine Banklizenz hatte. Ein zweiter Unterschied ist theoretisch, dass Madoff das Geld, das er entnommen hat, von seinen Kunden verfrühstückt hat, es also nicht mehr hatte, als die Kunden ihr Geld sehen wollten. Er war nicht nur illiquide, er war insolvent. Die Banken sind theoretisch nur illiquide. Sie haben das Bargeld nicht da, aber mit dem Geld, das sie schaffen, erwerben sie Forderungen, die sie im Prinzip zu Geld machen könnten und ihre Kunden irgendwann auszahlen. Aber der Unterschied ist, wie ich schon sagte, eher theoretisch, weil wenn zu viele Banken gleichzeitig das Problem haben, dann gehen alle ihre Forderungen im Wert in den Keller
Und sie sind nicht nur illiquide, sondern insolvent. So war es ja auch in der Finanzkrise. Und da kommt dann der wichtigste Unterschied. Anders als bei Madoff haben die Banken im Hintergrund die Zentralbank und den Staat, der sie raushaut, wenn es schwierig wird. Wenn die Banken eben das Bargeld nicht haben, das sie bräuchten und versprochen haben, dann druckt ihnen die Zentralbank das Bargeld oder gibt ihnen Versprechen als Zentralbankguthaben, jederzeit so viel Bargeld abheben zu wollen, wie sie Guthaben haben. Und der Staat hat noch die Angewohnheit, wenn es eng wird, für die Banken die Guthaben zu garantieren, sodass die Kunden gar nicht erst hingehen, um ihr Geld sehen zu wollen. Also zusammengefasst kann man unser Geldsystem als ein staatlich garantiertes und reguliertes Schneeballsystem à la Madoff bezeichnen. Es ist enorm krisenanfällig, dieses System, und es ist sehr gut für die Geschäftsbanken und eher schlecht für alle übrigen Bürger oder für die meisten, sagen wir so. Jetzt haben wir aber die Situation, dass die Banken, die eigentlich Geld aus dem Nichts schaffen können, das nicht hinreichend tun. Dadurch geht die Inflation schon gegen Null, die Arbeitslosigkeit steigt und Deflation droht. Jetzt könnte man ja vielleicht erwarten, dass die Notenbank das, was sie sonst für die Banken macht, als Lender of Last Resort, auch mal für die Bürger und die übrige Wirtschaft macht und einfach das Geld druckt, was benötigt wird, damit es keine Deflation gibt. Auf die Weise könnte die EZB die Krise jederzeit beenden, ist meine These. In Klammer gesprochen, der Satz von Draghi hat sie ja auch nicht beendet, aber ausgesetzt, wir tun alles, was nötig ist. Diesen Satz, der hat so gut funktioniert, weil genau das der Fall ist. Die EZB kann, wenn sie will, die Krise jederzeit lösen. Er hätte den Satz auch 2010 sagen können, 2011, 2012. Es ist alles eine Frage des Willens. Dann fragt man natürlich, warum tut sie es nicht, wenn es so einfach ist. Da kommt jetzt meine These, die ein bisschen heretisch ist. Das liegt daran, dass eine weiter schwelende Krise den Einfluss der EZB, der schon stark zugenommen hat durch diese Krise, immer weiter erhöht und aufrechterhält. Nur solange die Krise weitergeht, kann die EZB ihre wirtschaftspolitische Agenda bei den Regierungen durchsetzen. Bisher ist die Strategie der EZB gegen die Krise im Kern, dass sie zinslos der Finanzbranche jede beliebige Menge an Zentralbankguthaben zur Verfügung stellt. Das funktioniert leidlich bis schlecht. Denn trotz ihrer hohen Zentralbankguthaben geben die angeschlagenen Banken weniger neue Kredite, als sie an Tilgungen zurückbekommen. Die Folge ist das, was ich schon erwähnt hatte, die Ursache ist unter anderem einerseits, dass die Banken angeschlagen sind, andererseits, dass die Haushalte und Unternehmen sich eh schon überschuldet fühlen und eben keine neuen Kredite aufnehmen wollen, sondern Kredite abzahlen. Und die Ursache ist, dass zu wenig Geld in Umlauf kommt und Deflationsrisiko. Der EZB gefällt das erklärtermaßen gar nicht, aber sie hat sich bisher für machtlos erklärt und es bei Appellen an die Banken belassen, die üppigen Liquiditätsspritzen, die sie ihnen gibt, üppig ist noch untertrieben, in mehr Kredite an die Wirtschaft umzusetzen. Wenn man jetzt so eine radikale, heretische Sichtweise vertritt, hilft es oft, wenn man sich akzeptierte Kronzeugen sucht. Ich habe gesucht und bin ganz oben im Olymp fündig geworden bei Ben Bernanke, heute Zentralbankchef in den USA. Die folgenden Empfehlungen von Bernanke sind aus dem Jahr 1999, als er noch Wissenschaftler war, nicht Zentralbankchef. Sie galten der Bank von Japan, der Bernanke vorhielt,
zu wenig gegen die niedrige Inflation oder die Deflation zu tun und sich hinter Ausflüchten zu verstecken. Man kann die Problemdiagnose Bernankes von damals und seine Kritik, seine Aufzählung der Ausflüchte der Bank von Japan fast 1:1, wenn man berücksichtigt, dass die Deflation damals schon ein bisschen mehr das Problem war, aber von der Richtung her ziemlich direkt auf die EZB heute übertragen. O-Ton Bernanke. Es mag sein, dass die gegenwärtigen monetären Bedingungen die Effektivität der üblichen Offenmarktoperationen begrenzen. Ich werde jedoch argumentieren, dass die Geldpolitik dennoch genügend Macht hat, die nominale gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu erhöhen. Sprich, sie muss keine Rezession tolerieren. Die Zentralbank kann so viel Geld ausstellen, wie sie will. Daher könnte sie, wenn das Preisniveau tatsächlich unabhängig von der Geldschöpfung wäre, dieses Geld nutzen, um unbegrenzte Mengen an Gütern und Vermögensgegenständen zu kaufen. Das ist offenkundig unmöglich. Die EZB kann nicht einfach mal schnell Deutschland oder ganz Europa kaufen. Daher muss Geldschöpfung das Preisniveau erhöhen, selbst wenn die nominalen Zinsen bei Null begrenzt sind. Ich denke, dass die meisten Ökonomen zustimmen würden, dass ein Helikopterabwurf von Geld, der groß genug wäre, das Preisniveau auf jeden Fall erhöhen würde. Ende Zitat. Bernanke definiert Helikoptergeld hier für praktische Zwecke als Geldüberweisungen an alle privaten Haushalte von der Zentralbank. Jetzt mache ich ein bisschen Sprung, weil, glaube ich, die Zeit wegläuft. Bernankes klare Worte zeigen, eine Institution, die Geld drucken kann, muss eine Situation, in der zu wenig Geld in Umlauf ist, nicht hinnehmen. Dass sie es dennoch tut, ist eine Folge des Dogmas, dass die Zentralbank Geld nur über die Geschäftsbanken in Umlauf bringt. Ohne dieses Dogma, das für die Geschäftsbanken sehr einträglich ist, begrenzt nur die Fantasie die Möglichkeit, wie die Zentralbank genügend Geld in Umlauf bringen könnte. Die EZB könnte ihre Spendentätigkeit vervielfachen. Sie spendet aber nicht sehr viel. Sie könnte im Sinne Bernankes jeden Bürger einen Scheck über, sagen wir, 200 Euro schicken. Und wenn das nicht reicht, dann nochmal, bis es reicht. Irgendwann würde die Wirtschaft in Gang kommen. Jetzt muss ich allerdings wegen gestern Abend, wegen dieses großzügigen Empfangs der Bundesbank, ein bisschen einen Exkurs extemporieren, weil mir der eine bilanztechnische Komplizierung klar gemacht hat. Wir haben uns nämlich an unserem Tisch überlegt, wer für unser Essen letztlich bezahlt. Ob das die Bundesbank qua Geldschöpfung ist oder ob das das Steuerzahler ist. Mit anderen Worten, wird jedes zusätzliche Häppchen, das gereicht würde, nicht nur uns der Sättigung näher bringen, sondern gleichzeitig die Deflationsgefahr reduzieren, wenn mehr Geld in Umlauf kommt. Vielleicht die Frage ans Publikum, wer ist für Steuerzahler, dass der Steuerzahler zahlt? Normativ oder positiv? Positiv. Wer denkt, dass es umsonst ist, Geldschöpfung durch die Bundesbank? Die kommen nicht hier hinten, die sitzen. Die meisten sagen nichts, dann nehme ich mal an und gratuliere, dass Sie das viel schneller durchschauen als ich, dass die Frage falsch gestellt ist. Es ist nämlich nacheinander erst die Bundesbank per Geldschöpfung und dann der Steuerzahler. Jetzt muss ich die Stimme ölen. Erstmal überweist die Bundesbank, sprich überweist nicht, sondern schafft einfach ein Guthaben für die, sagen wir, es ist die Hanseatische Sparkasse, bei der das Museum und der Caterer ihr Konto haben. Dann schreibt die Bundesbank einfach 10.000 Euro oder was es gekostet hat.
der Sparkasse gut auf ihrem Zentralbankkonto und die Sparkasse schreibt es ihren Kunden gut. Das ist zusätzlich Geld, wie die Bundesbank das erklärt hat, mehr Geld im Umlauf, Deflationsgefahr geringer. Jetzt kommt aber die bilanztechnische Krux, dass am Ende des Jahres die Bundesbank dieses Guthaben, was sie geschaffen hat, als Verbindlichkeit bucht, für das Eurosystem letztlich, für alle Zentralbanken zusammen, weil es gepoolt ist. Sie bucht es als Verbindlichkeit, hat demgegenüber aber keine Forderungen irgendwie erworben. Dadurch sinkt der Bundesbankgewinn und die Gewinnausschüttung an den Staat geht um das, was wir verfressen haben, zurück. Und entsprechend zahlt der Steuerzahler das und die Geldmenge. Ich kann mal korrigieren, das stimmt einfach nicht. Die Bundesbank hat Einkünfte aus laufenden Erträgen von angekaufter, über die EZB angekaufte Vermögenswerte. Und das sind Staatsanleihen, die jedes Quartal Ausschüttungen zahlen. Also es gibt, was Sie erzählen, das Kapus, ja? Weil, vielen Dank. Ja, die Bundesbank hat. Ich kann mir vorstellen, eine Welt, wo die Helikopter aufmachen und sowas, das gibt es auch in unseren Köpfen. Wie war das Grunde bei der Bundesbank? Das ist völlig anders. Und das müssen wir ausdiskutieren. Ansonsten schreiben Sie was im Handelsblatt, was nicht stimmt. Gut, also die Bundesbank hat Erträge und Ausgaben. Die Bundesbank hat Erträge und Ausgaben. Das wird auch geprüft von Auditoren und von Wirtschaftsprüfern. Und es wird sehr prominente Leute dahinter stehen. Aber ich meine, Sie können nicht den Steuerzahler sehen. Sowas erklärt, so funktioniert das nicht. Ich habe nicht gesagt, dass es schmutzig ist. Also nur die Bundesbank. Die Bundesbank hat Erträge, aber die betrachte ich jetzt nicht, sondern ich betrachte nur die Verbuchung dieser Ausgabe gestern. Die haben ein Konto für Spenden, das sind laufende Ausgaben, die mit Erträgen gegen Erträgen gegenüberstehen. Das ist ein ganz normales Geschäft. Sie haben bestimmt auch in Bonn mal Buchführungsabschluss gemacht, wie das funktioniert. Und die Bank hat Einnahmen und Ausgaben. Sie haben ein Budget für wohltätige Dinge, nicht nur unsere Vereine, für viele andere Organisationen. Und das muss man wirklich richtig darstellen, Herr Hirsch. Ne? Gut. Im Interesse der Zeit, ich versuche darauf einzugehen. Die Bundesbank hat Erträge. Die Bundesbank hat Ausgaben, unter anderem für Spenden oder für Bankette, zu denen sie einlädt. Das war so eins gestern. Das waren Kosten. Und am Ende des Jahres geht es in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung vom Gewinn ab und sie kann weniger ausschütten. Wenn Sie das jetzt, dass du da bist, weißt, dass ich bald fertig werden muss? Okay, dann bringe ich das zu Ende und komme dann auch schon direkt zum Ende. Sprich, so funktioniert es nicht, so kann man über Spenden und Helikoptergeld kann man, ohne dass man bilanztechnisch was macht, die Geldmenge nicht nachhaltig erhöhen, weil das vom Gewinn runtergeht, solange es kleine Mengen sind. Und wenn die Bundesbank oder die EZB jetzt 50 Milliarden unters Volk bringen würde, so viel Gewinn hat sie gar nicht, dann müsste sie einen Verlust ausweisen, bilanztechnisch. Es sei denn, sie macht was, um das zu kompensieren. Und da gibt es Möglichkeiten. Sie kann sich zum Beispiel auf ihre Aktivseite einfach hinschreiben, Ausgleichsposten für Helikoptergeld. Dann hat sie keinen Verlust in ihrer Bilanz und kann weiter ausschütten. Das klingt jetzt vielleicht verrückter, als es ist. Wenn man nämlich in die Bilanz des Eurosystems guckt, dann sieht man auf der Verpflichtungsseite, auf der Passivseite, einen Ausgleichsposten von 53 Milliarden Euro für IWF-Sonderziehungsrechte. Das ist auch so ein erfundener Posten, der damals eingeführt wurde, als weltweit das gleiche Problem gesehen wurde wie heute im Eurosystem. Es war zu wenig Geld da. Der IWF hat einfach Geld geschaffen und ausgeschüttet, unter anderem an die Bundesbank. Die Bundesbank hat dieses Geschenk nicht direkt weitergeben wollen oder sollen als Gewinn an die Regierung und hat sich, um das zu vermeiden, einen Ausgleichsposten auf die andere Seite der Bilanz geschrieben. Und genau das könnte sie auch machen, wenn sie Helikoptergeld abwirft. Dann müsste sie entweder diesen Ausgleichsposten verrechnen, kleiner machen auf der Passivseite oder auf der Aktivseite einen reinschreiben, weil tatsächlich kostet es ja nichts. Man kann das sogar noch weiterführen, wenn man bei diesem Ausgleichsposten ist.
Die EZB könnte, wenn sie wollte, legalerweise den Staat finanzieren, indem sie das, was sie damals gemacht hat, nämlich diese Ausgleichsposten geschaffen, damals waren es die nationalen Zentralbanken, als sie vom IWF Geld geschenkt gekriegt hat und damit die Ausschüttung verhindert, könnte sie heute beschließen, okay, wir haben dieses Geld, wir lösen jetzt den Ausgleichsposten auf, schütten 50 Milliarden aus und das Deflationsproblem ist wahrscheinlich gelöst. Damit will ich es jetzt bewenden lassen. Danke. Ja, was Sie vielleicht nicht wissen, möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass Norbert Hering im Prinzip ein Bankinsider ist und man gerne mit ihm über Bilanzen diskutieren kann, zum Beispiel auch auf seinem Blog. Der Hauptpunkt ist ja gewesen die Achillesferse unseres heutigen Geldsystems und das ist ja der Übergang auch zu den nächsten zwei Beiträgen. Und vielleicht können wir noch eine Frage dazu, eine kurze Frage zulassen, bevor Josef Huber anfangen wird. Die Fragen sind nur jetzt auf dem Film hier gut hörbar, wenn die Fragenden das zweite Mikrofon nehmen, was da liegt. Welches ist das zweite? Da muss man auch länger auf den roten Knopf drücken, dann geht es an. Okay. Ist vielleicht jemand da, der das Mikrofon rumreichen könnte? Ich kann das im Moment leider nicht machen. Okay, er wiederholt die Frage. Oder was ist... Herr Hörings, einige Dinge, die Sie sagen, sind natürlich richtig. Also das Geld beruht auf Vertrauen. Aber was ich von Ihnen nicht höre, ist, was schlagen Sie wirklich vor als Lösung? Man könnte das Trennbanksystem einführen wie in den USA. Glass-Steagall, das ist ein sehr radikaler Anschnitt, das würde Ihr Problem lösen. Man könnte zu Michael Kuhnhoffs Lösung übergehen. Aber Sie machen keine konstruktiven Vorschläge. Ich meine, dieses Geld verschenken, dass das führt, wie in Zimbabwe zur Hyperinflation. Wenn man wirklich 200 Euro an jeden Menschen gibt, die Menschen kommen auch auf die Idee, das Geld auszugeben. Nicht? Das wird irgendwie mal, aber nicht nur 2% Inflation, sondern 200% Inflation pro Jahr. Und dann kriegen wir Zimbabwe-Verhältnisse. Das müssen Sie natürlich auch sagen. Das ist der Zweck der Übung, Herr Bolder. Wir haben ein Problem von niedriger Inflation. Und wenn jeder Bürger 200 Euro kriegt, sind das, glaube ich, 60 Milliarden in Europa. Das ist etwa das Geld, will ich jetzt überschlagen, was fehlt. Und wo man hoffen könnte, dass das die Inflation nicht um 2% bringt. Wenn Sie sagen können, es ist zu viel, kann man auch mit 100 Euro anfangen. Und was ansonsten die Vorschläge angeht, da würde ich einfach an Herrn Kuhnhoff weitergeben und an Herrn Huber. Ich stütze diese Vorschläge im Wesentlichen. Ich will nur nicht das Gleiche sagen. Bitte da oben. Letzte Frage. Man könnte auch auf den Mutter-Aufsatz hinweisen, oder das ist ja auch ein bisschen durchgehen. Ja, vielen Dank. Ich fand den Vortrag insgesamt recht interessant. Ich glaube auch, dass der Vorschlag, durch Helikoptergeld Geld in Umlauf zu bringen, es letztlich schaffen würde, die Inflation anzuheben. Aber das ist natürlich letztlich, wie Sie ja auch beschreiben, eine fiskalische Operation. Es ist keine rein geldpolitische Operation. Und das ist auch der Grund, wieso das Eurosystem und die Zentralbanken im Euroraum diese Operationen nicht ins Auge fassen. Sie haben nicht das Mandat, Fiskalpolitik zu machen. Ja. Und sie bräuchten letztlich eine Gesetzesänderung, um das überhaupt ins Auge zu fassen. Also nicht im Traum wird der Mario Draghi daran denken, den Bürgern Steuererstattungen in Form von diesen Schecks rumzuschicken. Und ich weiß nicht, wie Sie diese Operation mit der aktuellen Gesetzeslage und dem Mandat, was nicht gewählten Regierungsvertretern übertragen worden ist, in Einklang bringen. Wollen Sie die Fiskalpolitik letztlich an nicht gewählte Technokraten delegieren und die Parlamente abschaffen? Also das ist eigentlich letztlich das, was damit verbunden ist. Also, das Thema ist Fiskalpolitik angeht, im Interesse der Kürze der Zeit nur auf Bernanke verweisen. Ich kann den Aufsatz jedem empfehlen. Der Link steht auf meiner Website. Da nimmt er dazu Stellung. Ich finde überzeugend. Darauf will ich jetzt nur verweisen. Und was die andere Frage angeht, Willem Beuter hat es auch geschrieben für die Citigroup als Chefvolkswirt, dass das nicht geht nach Gesetzeslage, habe ich ihn angeschrieben, wo das denn steht. Und nach meiner Interpretation und Lesart ist das nirgends verboten.
haben wir ein bisschen ausgetauscht und hat er sein Paper revidiert und hat reingeschrieben, dass es sehr wohl geht. Also es steht nirgends, dass das nicht geht. Es steht nirgends, dass die EZB nur den Banken Geld schenken oder für lange Zeit umsonst geben darf. Also da muss ich mal korrigieren, es ist ja nicht der EZB alles erlaubt, alles zu tun, was nicht explizit verboten ist. Sondern es ist genau andersrum. Die EZB darf nur tun, wozu sie ermächtigt ist. Also wenn Sie sagen, es steht nirgends, dass sie es nicht darf, ist es völlig irrelevant. Weil es gibt viele Dinge, die sie nicht explizit verboten bekommen hat, die sie nicht darf. Aber sie kann sich berufen auf einen Artikel, den ich jetzt nicht mit Namen nennen kann, aber gelesen habe. Da steht nach allen Aufzählungen dessen, was die Instrumente der EZB sind. Des Weiteren kann der EZB-Rat Maßnahmen beschließen, die sinngemäß ihrem Ziel der Wahrung der Preisstabilität dienen. Und wenn sie zu dem Schluss kommt, dass Schecks an Haushalte zu verteilen, der Wahrung der Preisstabilität dienen, was sie unzweifelhaft derzeit tun würde, dann darf der EZB-Rat unter Verweis auf diesen Passus das beschließen. So ist meine Lesart. Aber damit möchte ich beenden. Danke. Ja, vielen Dank. Mich freut es, dass die Diskussion ja jetzt schon munter angefangen hat. Der Vorschlag mit dem, diese fiskalpolitische Quasi-Maßnahme der EZB ist ja einer Not geschuldet und das Ziel unserer Session ist ja, für Strukturreformen zu sorgen, die solche Ausnahmezustände in der Zukunft vermeiden. Und bitte Josef Huber mal darzulegen, wie das aussehen könnte.